Das kannst du voll vergessen, was auch immer du vorhast. Verbiete ich dir. Wenn du dich mit jemandem unterhalten willst, tu es bitte hier unten. So, Teile der Straße sind schon mal fertig. Ja, wie heißt es so schön, Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. So, dafür ist jetzt mal die Straßenplanung nach da oben fertig. Und ja, ich will erstmal diese Straße haben. Fischerszelt steht schon lange leer, ja. Ist bekannt. Und ich würde mal ganz ehrlich sagen, du. Brichst das mal ab und wirst wieder Träger. Du arbeitest bitte wieder in der Bäckerei. Weil jetzt ist hier oben erstmal genug Nahrung, dass die beiden Häuser eine Weile überleben können. Ich würde mir nur wünschen, sie würden die Straße... Ja, die Straße wird halt eine Weile dauern. Du bist erwachsen, gut. Das heißt, du gehst vor die Mühle. Werkzeugschreinerei steht leer, ist nicht schlimm. Es kommt sogar Holz ins Vorratslager, das ist auch gut. Ist auch gut, wenn Eisen, Erz und Goldnuggets hier eingeliefert werden. Nö, nö. Du suchst jedenfalls keine Gesellschaft da oben. Irgendwo. So, Bierbrauer ist erfunden worden. Yay. Das Weizen von hier drüben brauchen wir nicht mal. Du kannst das auch komplett vergessen. Also so kriegen die hier niemals viel Nahrung. Deswegen sollte ich wahrscheinlich die auch an die Straße anschließen. In der Hoffnung, dass die dann aufhören, nach da oben zu gehen. Also, dass ich sie mit den Straßen sozusagen ein bisschen lenken kann. Schusterei steht schon eine Weile leer. Wir haben aber genug Schuhe. Oh,
Ja, irgendwann müssen wir auf die Lehmklumpen achten, wenn wir keine mehr haben. Also ja, Gold gegen Geschirr, das kann auf jeden Fall recht gut laufen dann. Und die Holzwerkzeuge müssen wir uns dann noch kümmern. Ich bräuchte dann wirklich jemanden, der den Fischer leer räumt. Oh, sie haben mit der Straße das eine Skelett überbaut. Das kann ich doch auch dann hier machen. So. Und so. Zur Schule. Und ja, ich glaube, die Steine hier sind mir fast ausgegangen. Das heißt, wir müssen uns bald an den Hauptvorräten bedienen. Ja. Ich würde mal sagen, du baust mir jetzt mal lieber den Speermacher. Dass das auch endlich mal vorankommt. Es reicht, wenn einer Straßen baut. Geschirr könnt ihr zum Glück direkt aus dem Vorratszelt beziehen. Da müsst ihr nicht so weit laufen, also nicht zu unserem Töpfer im Spee hier. Ich sehe aber, du musst bald... Oh Gott, das habe ich ganz vergessen. Auch noch demnächst. Ja. Unseren Pilzsammler-Druiden. Ich glaube, das muss ich als nächstes hin an. Also sobald ich Eisen und Gold einschmelze, muss ich das auch mal in Angriff nehmen. Okay, du wanderst immer noch ab und du auch. Bringen die Straßen also nicht viel, sonderlich viel. Ich habe ehrlich gesagt immer noch keine Ahnung, warum sie abwandern. Die da sind verfeindet. Dass Bauarbeiter und so Ressourcen holen wollen im Feindgebiet. Okay, aber das... Frauen mit feindlichen Leuten reden wollen. Das hätten sie besser machen können, ganz ehrlich. Weil ich glaube, das ist nichts anderes, als dass sie Gesellschaft suchen. Ach ja, das mit der Fischerhütte könnte ich jetzt dann auch bitte lösen, sobald du mir das Wasser gebracht hast.
Machst du mal bitte für mich die Fischerhütte leer. Und wenn die leer ist, kannst du wieder beim Bäcker arbeiten. Das ist die gute Idee. Dann können wir nämlich die Fischerhütte abreißen. Dann kriegen wir wegen der keine Meldungen mehr. Und die Fischerhütte dürfte ziemlich schnell leer sein. Du baust. Ach so, du baust gerade den Speermacher, gut. Ja. Du kannst jetzt erstmal Speere machen dann. Du baust eine Straße. Ach, du brauchst die Straße da oben lang weiter jetzt. Auch gut. Bäcker kann trainiert werden, ist auch gut. Gut, das erste Bier wird auch schon eingelagert. Ja, zur Not kommt hier ein zweiter Steinmetz hin. Da muss unser Kumpel halt ab und zu mal hier rüber gehen, arbeiten. Wenn er hier keine Steine mehr hat. Wobei ich ihn dann erstmal wahrscheinlich hier oben hinschicken werde. Ha, hab dich entdeckt. Und du? War ich das gerade nicht gut? Was tut? So, es reicht, wenn du dahin läufst. Oh, er baut die Straße jetzt von da aus. Und holt hier unten Stein. Also hier habe ich noch auf jeden Fall Stein. Und hier habe ich Stein. Wenn der Stein alle gehen sollte. Ich werde erst den Stein hier oben abbauen. Und dann werde ich hier drüben noch ein Steinmetz errichten und den Stein abbauen. Wobei das eine Weile dauern könnte. Und wir wahrscheinlich nicht mal den ganzen Stein brauchen. Hört! Was tut? Jawohl! Wer hat dir was vom Stehenbleiben gesagt? Jawohl! Was tut? Ich habe sie doch abgefangen und zurückgeschickt. Warum geht sie also wieder nach da oben?
Wie sieht das Fischerzelt aus? Das Fischerzelt sieht leer aus.